und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yeah, 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 es ist 2017 und das 2016 ist schon wieder viel zu schnell rumgegangen und ich habe es gar nicht mitgekriegt. So wie es uns allen jedes Jahr geht. Yay! Trotzdem wünsche ich euch natürlich ein frohes neues Jahr, ein glückliches und gesundes neues Jahr und dass ihr alle gut rübergerutscht seid in 2017. Nachträglich auch nochmal fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und entspannte Weihnachtsfeiertage. Es tut mir sehr leid, dass dieses Jahr keine Weihnachtsvideos kamen, aber es war einfach so viel los und Schule und ich habe euch ja gesagt, dass bei mir im Moment das Buch irgendwie vorgeht und ich so viel zu tun habe, dass es halt videotechnisch, dass ich da einfach ein bisschen Prioritäten setzen muss. Ja, trotzdem mache ich wie jedes Jahr ein Geschenke-Video, also was ich zu Weihnachten bekommen habe, weil ich ziemlich coole Sachen gekriegt habe. Und ich will das Video jetzt nicht machen, um irgendwie anzugeben mit den Geschenken, sondern einfach, weil ich es manchmal selber sehr hilfreich finde, solche Videos anzuschauen, wenn ich erstens nicht weiß, was ich meinen Freunden schenken soll oder meiner Familie und zweitens, wenn mich jemand fragt, was ich mir wünsche und es gerade so Personen sind wie enge Freunde, wo du nicht sagst, ja bitte schenk mir Geld. Ich meine, bei den Eltern kann man das machen, auch noch bei den Großeltern, aber bei den Freunden ist es immer etwas komplizierter. Da muss man sich immer irgendwas einfallen lassen, was man sich schenken kann, was am besten nicht ganz so teuer ist. Deshalb dachte ich mir, vielleicht könnt ihr ein bisschen Inspiration von diesem Video nehmen und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch an. Ich greife jetzt einfach so auf diesen Tisch ohne irgendeinen Sinn. Also fangen wir am besten an mit meinen zwei besten Freundinnen, Antonia und Julia, die kennt ihr wahrscheinlich. Und zwar haben wir dieses Jahr zu dritt einfach eine Gruppe auf WhatsApp erstellt und immer ausgemacht, dass jeweils zwei sich zusammentun und der Dritten halt was schenken, damit man irgendwie quasi auch was Besseres, was ja Teureres schenken kann, womit derjenige auch was anfangen kann und trotzdem muss jeder einzeln nicht so viel Geld bezahlen. Meine Mädels haben sich zusammengetan und mir ein Buch geschenkt, das ich mir schon die ganze Zeit wünsche und von dem ich gar nicht erwarten kann, es zu lesen. Und zwar Holding Up the Universe von Jennifer Niven. Wie die meisten wissen, habe ich ja All the Bright Places gelesen und das war mein absolutes Lieblingsbuch in 2016 neben Lady Midnight. Und deshalb muss ich natürlich auch den zweiten Roman von Jennifer Niven haben, wie immer auf Englisch. Hier wird auch wieder aus zwei verschiedenen Sichtweisen erzählt, einmal Jack und einmal Libby. Libby ist ein, wie alt ist sie denn? Ich glaube auch 16 oder 17. Auf jeden Fall ist sie irgendwann mal America's Fattest Teen gewesen, also sehr stark übergewichtig. Dann hat sie Gott sei Dank abgenommen und geht jetzt wieder zurück in die Schule, also auf eine neue Highschool und dort trifft sie Jack. Jack hat eine Krankheit und zwar kann er sich Gesichter nicht merken. Das heißt, selbst die Leute in seiner Umgebung, also seine Eltern, seine Freunde, sehen für ihn aus wie Fremde jeden Tag. Und das weiß aber keiner und er versucht halt irgendwie das so zu vertuschen mit sehr viel Sarkasmus und so. Und die zwei treffen sich eben und ja, höchstwahrscheinlich verlieben sie sich ineinander. Mehr kann man jetzt von hinten hier aus dem Buchrücken nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich total gespannt. Ich habe auch im Buchladen schon angefangen, mal das zu lesen. Und Antonia hat es auch angefangen zu lesen daheim, als sie es gekauft hatte. Und sie hat gesagt, das ist sehr gut. Also freue ich mich sehr, das zu meiner Kollektion zu stellen. Dann machen wir dann weiter mit Felix, würde ich sagen, weil es ist ja mein bester Freund und damit wir so mal in der Freunde-Section bleiben. Denn ich mache das Video auch erst so spät, weil wir uns an Silvester eben erst gesehen haben und ich deshalb sein Geschenk auch erst an Silvester bekommen habe. Und zwar hat er mir wie immer was selbst gemacht und so ein bisschen was zusammengestellt. Und zwar als allererstes hier das Balea Duschgel in der Duftrichtung Marshmallow. Und da steht Fluffy und es ist pink und ich kriege immer lauter Marshmallow-Zeug von ihm, weil mein Channel Marshmallow Moments heißt und mein Blog und ich habe da noch gar nicht dran gerochen. Oh mein Gott, es riecht wirklich nach Marshmallow, nach sehr künstlichem Marshmallow, aber trotzdem. Ich fand die Idee sehr, sehr süß, gibt es wahrscheinlich auch noch bei DM, also ein Duschgel. Ich finde diese Duschgel immer putzig, weil man, die kann man so gut herstellen. Dann hatte mir außerdem, darüber habe ich mich tatsächlich mega gefreut, ein Schokoriegel geschenkt und zwar Double Peanut Butter von Magnum. Wer mir auf Twitter folgt, hat wahrscheinlich gelesen, dass ich im Oktober oder so beim... Oktober oder nee, September war es, war ich bei meinen Großeltern zu Besuch und da war ich mit Antonia im Schwimmbad und ich habe von Magnum, die machen ja Eis, das Double Peanut Butter and Chocolate Eis gegessen, also dieses Eis am Stiel und es war so gut und es gibt tatsächlich einen Schokoladenriegel davon und ich habe zwei bekommen und ich kann gar nicht erwarten. Ich weiß nicht, wie viel Kalorien das Ding hat, aber ich freue mich schon jetzt so, es zu essen und ich musste mich echt zurückhalten, das für dieses Video aufzuheben, obwohl ich es erst gestern bekommen habe. Ich hatte es beinahe aufgegeben. Was ich auch extrem cool fand, was ich noch von ihm bekommen habe, ist das hier. Das ist ein Cupcake-Set mit so kleinen Cupcake-Set
Förmchen und so Figürchen, die man in den Cupcake reinstecken kann. Und zwar ist das angelehnt an 12 Days of Christmas. Das ist ein englisches Weihnachtslied. Und das finde ich extrem cool, weil England unser Lieblingsland ist und ich auf alles stehe, was englisch ist. Und ich diese ich backe gerne manchmal, wenn ich Zeit habe. Und ich freue mich schon sehr, Muffins damit zu backen. Kommen wir jetzt zum Hauptgeschenk, was ich von ihm bekommen habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das irgendjemandem schon erzählt habe auf diesem Blog oder auf meinem YouTube-Channel. Aber Felix und ich fliegen nächsten Sommer nach England, also nach London, für 4 Tage, glaube ich. Und das ist mein erster Urlaub, den ich alleine mache. Und noch dazu mein erster Urlaub, den wir zusammen machen. Und noch dazu in England. Und das ist dann das dritte Mal, dass ich in London bin. Und das freut mich einfach. Ich freue mich schon so mega drauf. Und er hat mir so einen absolut coolen Gutschein, so ein Giftcard-Ding gemacht für ein Picknick in London, weil wir fliegen ja im Sommer. Und wir sind in so einem coolen Hotel, wo ein Park dahinter ist. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir Picknick machen und uns so alles zusammenstellen. Und ich fände diesen Gutschein auch unfassbar süß, weil er so selbst, er ist nicht selbst gezeichnet, aber er schaut so aus und das finde ich sehr putzig, den kann man sich so schön aufhängen. Also ich finde sowas nett, einfach so Gutscheine für Erlebnisse, weil ich finde das Beste, was man machen kann, ist Zeit zu verbringen miteinander und mir gefällt sowas immer viel besser, als wenn ich mir irgendwas Materielles bekomme. Kommen wir jetzt zu meiner Cousine. Meine Cousine und meine Tante vor allem. Ich weiß nicht, ob sie es zu... Ich glaube, sie haben es zu zweit zusammengestellt oder meine ganze Familie von meiner Tante. Und zwar haben wir von denen ein Päckchen bekommen und eigentlich ist es die Patentante von meinem Bruder, aber mir schenken sie auch immer was, wofür ich mich nochmal ganz herzlich bedanken will. Jetzt muss ich ein bisschen rübergreifen. Und zwar habe ich von denen einmal so einen absolut süßen Jahresplaner für 2017 bekommen, so einen Kalender und damit kann ich sehr viel anfangen, weil ich mein Leben planen muss. Ich brauche ständig einen Kalender und da ist ein nettes Herz drauf und er ist lila und schön klein und hochwertig und den kann ich überall mit einstecken und der passt in jede Handtasche, deshalb habe ich mich darüber sehr, sehr gefreut. Und was ich fast noch cooler finde, ist dieser absolut geile Kaffeebecher hier und da steht drauf, fresst meinen Sternenstaub, ihr Langweiler und es ist einfach so wahr. Und ich finde die Farbe voll cool und mit diesem Silikon hier, das kann man gut waschen und hier, damit man sich nicht brennt und da ist ein Sterne das Einhorn drauf und das ist extrem cool. Und dieser Becher hier ist aus Bambus, das heißt, der ist Recycling abbaubar und so. Und das freut mich sehr. Das heißt, er ist auch noch, ihr wisst schon, gut für die Umwelt. Und ja, ich liebe Kaffee, also vielen, vielen lieben Dank dafür. So, kommen wir nun zu den Geschenken von meinen Eltern. Von meiner Mom habe ich als allererstes so ein super süßes Lesezeichen bekommen. Da steht drauf, so many books, so little time. Und es stimmt einfach tatsächlich. Ich habe immer viel zu wenig Zeit zu lesen. Und ich brauche unbedingt Lesezeichen, weil nicht alle Leute sind so toll und machen diese schönen Fäden in die Bücher rein. Bei Cassandra Clares Büchern sind immer diese schönen Bänder drin, dass man kein Lesezeichen braucht. Aber nicht alle Leute machen das oder nicht alle Verlage und deshalb brauche ich hier mein Lesezeichen und vor allem ist das schön hochwertig, weil ich meine immer kaputt mache. Dann habe ich von meinen Eltern natürlich auch ein Buch bekommen und zwar Girl Online Going Solo, der dritte Teil von der Buchreihe von Zoe Suck, also von Zoella, der britischen YouTuberin. Wie die meisten wissen, habe ich die ersten beiden Teile gelesen und auch daheim stehen. Also Girl Online on Tour ist hier und der andere Teil ist, der erste Band ist bei meiner Freundin Luise in Holland, weil ich ihn ihr ausgeliehen habe. Und ich freue mich schon, wenn alle drei Bücher wieder in meinem Regal stehen können. Und naja, auf jeden Fall, das Buch ist auch auf Englisch. Und ich freue mich total, es zu lesen, weil ich natürlich wissen will, wie es ausgeht mit Noah und Penny. Ich werde natürlich eine Review dazu machen. Als Hauptgeschenk von meinen Eltern habe ich einen Hotel-Voucher bekommen. Wie gesagt, ich habe euch ja erzählt, dass ich mit Felix nach London fliege. Und wir werden im Good Enough Club College Hotel übernachten. Und die haben so einen abgefahrenen Speisesaal, der aussieht wie bei Hogwarts. Und da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Und meine Eltern haben mir eben quasi einen Gutschein für die 3 Nächte geschenkt, dass ich es nicht selber bezahlen muss, weil ich arm bin. Und das fand ich voll putzig, weil ich habe da so einen netten Gutschein gekriegt. Und das, ja, freut mich. Mein erster Urlaub. Und als zweites Hauptgeschenk, das ich kann euch da leider nicht zeigen, von meinen Eltern habe ich Karten für die Flying Illusions Show in München bekommen. Ich weiß nicht, ob alle von euch die Flying Steps kennen. Flying Steps ist eine Breakdance-Hip-Hop-Gruppe, eine sehr bekannte. Und die machen immer mal wieder so große Shows und Touren so durch die ganze Welt, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall sind sie auch bald in München und diese Flying Illusion Show ist quasi so wie Illusions-Zaubershow und Breakdance und Hip-Hop. Und ich liebe Breakdance und Hip-Hop, ich habe ja selber getanzt und
meine ganze Familie und ich fahren hin und ich freue mich schon mega und wir gehen essen und das ist die coolste Show ever und ich schau mal, dass ich vielleicht einen Trailer oder so davon finde unten und euch den Link unten und das Videos packen kann, da könnt ihr euch mal anschauen, was das ungefähr ist. Es ist so cool und ich freue mich mega. Das letzte Geschenk von meinen Eltern, was ich wahrscheinlich von allen Geschenken am allercoolsten finde, ist das, was ich gerade anhabe, und zwar dieser Pulli. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr ihn bestimmt schon gesehen, und wenn ihr mir auf Twitter folgt, habt ihr ihn auch schon gesehen, weil ich ihn liebe und einfach ununterbrochen trage. Und zwar ist das mein Idris University Pulli. Wie ich schon in jedem Video erwähne, bin ich Fan von Cassandra Clare und von allen ihren Shadowhunter Schattenjäger Buchreihen, also dieser Fantasy, Urban Fantasy Buchreihe. Und in dieser Schattenjägerwelt werden Schattenjäger in Idris, in diesem Land, ausgebildet und sie haben dafür eine Akademie oder eine Universität. Und ich wollte diesen Pulli schon die ganze Zeit. Und ich bin sonst niemand, der so Merchandise hat, außer den Waititi Hoodie, aber Waititi gibt es nicht mehr, also ist der irgendwie überflüssig. Aber jetzt habe ich diesen wunderschönen Pulli und ich dachte, ich muss der Buchreihe Tribut zollen, die mich zum Lesen und vor allem auch zum Schreiben gebracht hat, weil ohne Cassandra Clares Buchreihe hätte ich nicht angefangen, selber zu schreiben, und dann würde ich jetzt nicht hier mein Buch fast fertig haben, und deshalb dachte ich mir, also muss ich das auch nach außen tragen und diesen coolen Pulli haben. Und das ist Männergröße, wir haben es auf, meine Eltern haben es auf Amazon bestellt, das ist ein Männerpulli, aber das mag ich sehr gerne, weil der geht mir über den Po, das heißt, ich kann ihn mit Leggings tragen und er ist so schön weit und kuschelig und man kann viel Plätzchen essen und es merkt niemand, und er ist schwarz wie meine Seele, also passt er zu allem. Und das war's jetzt mit meinen Geschenken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet ein paar, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Ferien, wenn ihr denn welche habt, und entspannte Tage. Ciao!